Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit Yeshios Survival. Viel Spaß beim Zuschauen! Jo, dann würde ich sagen, machen wir das. Dann baue ich das hier noch ein Stückchen zurück. Hoffe ich, dass da oben drauf keine Viecher spawnen. Gut, der Ausleger kann ja so lang oder kurz sein, wie ich ihn brauche hier. Wenn ich zwingend, dass der jetzt genauso lang sein muss oder lang werden muss wie der andere. Och, das passt. Und warten schon wieder die Skelette. Aber wenn ich hier runterfalle, sind die Skelette, glaube ich, die geringste Sorge, die ich habe. War noch was? Ah, da hinten, guck mal. Super. Da bastel ich jetzt noch einen dran. So. Oh. Ernsthaft jetzt? Komm schon. Bitte. Da runtergesprungen? Also. Monster-Suizid hier. Oh, nicht schlecht. So, was wollte ich denn? Ja, ich wollte da ein Stück Erde dran machen. So. Und ich möchte da Holz dran bauen. Och nö! Oh, ich hab noch ein bisschen. Ich gehe mir mal eben eine Schuppe bauen und schlafen. Das ist, glaube ich, gesünder. Eine Runde Nickerchen machen. Kurz eins tiefer eine Schuppe bauen. Ich muss erstmal den Berg drüben ein bisschen sichern, sonst komme ich da ja gar nicht dazu, irgendwas da zu bauen. Sonst wird der ständig nagt mir ja so ein Vieh am Bein da. Geht ja gar nicht. Da brauche ich. Brauche ich da was? Bock. Bock. Böckchen und. Stock und Stein, so passt. So. Keine dritte. Ummachen. Oh, ich komme mit der Schippe. Jetzt gibt es mit der Schippe auf die Omi. Nicht wirklich. Nee, aber ich ziehe jetzt erstmal hier oben den Felsenblatt. Ja.
ist ja nicht riesengroß, aber die Weise habe ich dann hier auf der Seite so eine richtig schöne Plattform. Dann drauf bauen kann. War nicht mehr viel. So. Heißt, wenn ich den hier abgetragen habe, da hinten ist ja schon wieder flach. Das ist jetzt erstmal mal hinten hier diesen Aufgang kaputt machen, der hier ist. Das heißt, den Baum muss ich zerlegen. Nein. Tief runter. Muss ich den Baum hier wegmachen. Diesen einen da. Der löst sich auf. Oder machen wir hier die Erde weg. Hier. So. Was? Ich hab Schnee. Ja, süß. Auf den Schneeball. Wofür vor allem? Ich glaube kaum, dass ich damit ein Skelett zerlegen kann, oder? Ja, warum ist auch weg? Wunderbar. So, dann wäre die Seite hier nämlich schon mal abgesichert. Das heißt, hier geht es dann schon mal nicht mehr hoch. Und wenn ich das jetzt mache. Hier ist Feierabend. Da ist dein Feierabend-Monster. So. Zerlegen wir hier oben die Bäume noch. Oh. Ups. Ich habe keine Axt mehr. Na toll. Spitzhacken habe ich mit. Spitzhacken, satt und schmutzig. Keine Axt. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Das eine, die kriege ich noch so da raus und die anderen Bäume bleiben dann so lange. So, der andere bleibt so lange stehen. Du bist auch kaputt. Mann! Ganzes Werkzeug hier, gell? Ausgedient. Lass mal das hier noch wegmachen. Dass hier nachher keinen Respawn gibt. Jetzt hier mal so ein Baum vielleicht nicht unbedingt. Will ich jetzt hier erstmal so ein paar Fackeln hin. Tja. Bin sowas von voll mit Material. Das ist ja. Hey.
geil. Also. Yeah! Wäre schön, wenn man den das so um die Ohren werfen könnte. Mops. So, jetzt. Ein bisschen mehr Platz gemacht eben. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit dem Schnee machen soll. Damit. Eberschlacht machen wir. Für mir selbst. Oh, schon wieder Schneebälle. Und Erde. Verdammt. Ich will die nicht. Erde weg. Na gut, Erde wird sich nicht vermeiden lassen, weil ich ja jetzt hier weiter wegwühle. Zumindest diesen kleinen Gipfel in den Machen. Also früher hätte ich hier oben zuerst irgendwas drauf gebaut und mir dann überlegt, wie ich denn am besten da mal hinkomme, von der einen oder anderen Seite. Jetzt mache ich es irgendwie anders. Jetzt baue ich mir zuerst den Verkehrsweg und anschließend setze ich mir dann hier was drauf. So. Upsi. So. Eine Erdaxt hätte auch was, ja. Erdschaufel meine ich natürlich. Ich baue eine Schaufel aus Erde, super Idee. So, da ist der Crafting Table to go doch schon wieder für was gut gewesen. Apropos Crafting Table to go, wie wär's denn mal mit einer Axt? Hm? Weiß zwar nicht wohin damit, aber doch, Nebelle weg. Dann habe ich Platz für eine Axt. So, jetzt nochmal. Jetzt versuchen wir das nochmal, die wegzuwerfen. So, vier Stöckchen. Und das Holz. So, dann bauen wir uns eine Steinaxt. Oder auch zwei. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier oben noch, klar, ja noch dunkel hier. Moment, da noch eine Fackel hin, da noch eine. Und am besten hier auch noch. Wird hier oben eigentlich nichts mehr on von den Viechern.
So, machen wir noch weg hier. Können wir das auch noch gleich erlegen hier? Wenn wir schon am Holzjagen sind. So. Dürfte es hier eigentlich keinerlei Spawn-Ecken mehr geben für Holz, ja. Für irgendwelche Mobs. Das mache ich jetzt hier zu. Einigermaßen vernünftig aussehen hier. Aber natürlich hier den Rand ein bisschen seichter bauen. Nicht so kantig. Wenn ich das jetzt hier umgebaut habe, das ganze, diesen ganzen Felsen oder Bergschnitt, soll ja trotzdem von außen immer noch einigermaßen wie ein natürlich gewachsener Berg aussehen, was er ja auch ist. Da stand er hier schon. Nicht so, dass ich den hier hingebaut hätte. Aber wenigstens soll er begehbar sein. Alles hier weggemacht, aber ich werde jetzt mal hier so ein bisschen wie so eine Terrasse anlegen, sage ich mal. So, das sollte eigentlich erstmal gut sein. Jetzt müsste das auch funktionieren mit der Brücke. Irgendwo kommt da unten gleich Stein, das weiß ich. Dann werde ich gleich von unten nochmal ran und werde Felsen, also dieses helle graue Felsgestein, noch ansetzen, ein bisschen vorne zur Kante. Aber jetzt setze ich erstmal nur hier die Brücke an. Müsste ja eigentlich noch weiter runter. Weil der Bauteil hier ist nicht so lang. Das könnte man verantworten. Schauen wir doch gleich einfach mal, wie das von unten aussieht. Oh. Okay. Wäre ein Ansatz. Kann man ja hochgehen. Crafting Table to go, die könnte ich eigentlich mitnehmen. So, Schneebälle wegwerfen. Falsche Richtung gelaufen. Ey, mich veräppeln. Jetzt aber. Sehr witzig. Sehr, sehr witzig. Ja, sehr witzig. Ist okay. Ich
Stattdessen sammle ich natürlich Erde auf. Hm? Super. Oh, wie soll das denn ganz von oben aussehen? Moment. Wir haben Nacht. Ich habe nichts gegen Nacht. Nacht ist eine schöne Tageszeit. Aber hier rennen so viele Viecher runter. Besser. Quatsch. Und. Wie auf die Nase gefallen. Arsch gesetzt. So, schon mal. Also schon. Vorne können wir noch ein bisschen was runterbauen und dann ist das. Komm, Creeper, komm her. Komm. Ach, jetzt. Bumm. Oh, noch viel mitgenommen. Ja. Jetzt hat sich's ja ausgemopst. Denke ich. Oder? Ist da noch was? Nö. dann brauche ich, was brauche ich denn da? Oh, da ist noch Kohle oben drin. Die Kohle ersetze ich auch noch durch Felsen. Und dann ziehe ich hier vorne den Felsen bis nach hier. Und da kommt dann die Holzkonstruktion von der Brücke dran. Jo, genau so. Ruhe, ich komme. Nichts gemacht, weißt du? Nicht einen Mob gelegt, also nicht wirklich Schaden genommen, aber schon wieder halb tot. So, dann wollen wir halt. Ich hätte so viel Holz nicht mehr brauche, kann ich ja jetzt ein bisschen was ablegen hier. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. Das nehmen wir noch mit. Ah, das nehme ich. Das nehme ich noch mit. Geländer brauche ich auch noch. Geländer. Satt und schmutzig. Also brauche ich da noch Holz. Geländer, wie nehmen wir das noch? Ja, genau. Und das kommt noch mal. Jawohl. Jetzt hätte ich gerne Stein. 31, 64. Ich nehme die mal alle mit, vorsichtshalber. Das brauche ich, um ein Türmchen zu bauen. Und los. So, einmal kurz ein bisschen Geländer craften hier. Oder auch ein bisschen mehr. War doch so, ne? Meine ich. Verdammt, das war das Tor. Das war andersrum. Okay. Dann habe ich natürlich jetzt ordentlich im Bach geschützt mit meinen drei Stückchen Holz, die ich noch hier habe. So, meinen drei Brettern. So, jetzt aber.
Ah ja, passt. Bin mir nicht sicher, ob das reicht. Jetzt reicht wahrscheinlich das hier nicht mehr. Ja, genau. So. Bei meinem Glück ist jetzt wieder Nacht draußen. Nö. Noch hell genug. Die Fiets läuft. So, auf geht's! Und den Felsen ein bisschen verschönern. Jetzt aber. Dann brauche ich jetzt erstmal hier ein Türmchen. Hier so. Sollte ich eigentlich an alles rankommen. Kohle. Da wächst auch Spitzhacke. Ah, hier ist ja noch. Au! Ah, verdammt! Was ist denn sowas? Spring einfach in die Tiefe. Ja, so, also, so geht das, wenn man sich dann selber, ne, und so, unbedingt um die Ecke bringen möchte. Nicht zu empfehlen. Ausgerechnet hier, ne, sind 5 Tonnen Kohle. Ja, hoffentlich reicht mein Stein aus dafür, für das, was ich hier vorhabe. Das ist ja schon wieder, würde ich sagen, reichlich, bedenklich hier.
So, jetzt können wir erstmal ein bisschen was aufsammeln. Die niedergefallene Kohle. So. Jetzt baue ich da von der Seite noch so einen kleinen Steg dran aus Felsen. Ja. Und dann sieht das vernünftig aus. Ich das mache, eben schneller mal schlafen gehen eine Runde. So, der nächste Tag ist angebrochen. Sehr schön. Der rechnet sich das schön, oder? Der Rechner hier? Das Spiel? Der rechnet sich das echt schön. Jetzt spawnen die schon wieder Skelette. Na, hab ich nicht. Dürften eigentlich gar keine sein. Obwohl, es war ja offiziell Nacht, ne? Jetzt auch schon wieder ordentlich zerlegt hier. Damit das hier vernünftig ausschaut, werde ich wohl oder übel nicht drum rumkommen, hier auch noch einzusetzen. So, da muss ich auch noch mal packen. Was? Bin ich dran? Komm. Komm schon. Na. Zwölf noch! Oh je je. Amt! Wieder. So, jetzt muss ich hier an der Seite noch ein paar setzen. So, da müssen wir mich hin. Jojo. Und noch von vorne. Dann passt es. Hoffe ich. Fünf Stück. Verbauen. Kein Stück darf ich mich jetzt da verbauen. Ja, so wie jetzt zum Beispiel. Habe ich wirklich nur noch vier? Fliegst. Der fliegst. Also. Eins. Hätte eigentlich auch noch einer hingesollt, aber das bleibt jetzt weg.
Weißt du was? Das passt doch. Kann ich jetzt die Ufer ein bisschen erweitern? Und zwar setze ich mir hier, ich bin natürlich jetzt viel zu nah dran, wie immer. Entweder bin ich zu weit weg oder zu nah dran. Also richtig passend bin ich ja mit meinem Stapel hier nie. Ne? Meiner Leiter. Tja. Dann setze ich mir nämlich hier einen und einen. Die Leiter muss weg. Treppe. So, dann habe ich da nämlich einen kleineren Ausleger. Gegenüber dem großen in der Mitte. Aber ich habe wenigstens einen Ausleger hier, wo die Brücke sich am Berg festhält. Oh! Ja, genau! Stürzt sich in die Tiefe. Und bei der Höhe hätte das jetzt aber auch schon wieder tödlich können, ne? So, aufs nach oben. Aufs nach oben. Ich gehe noch einen kleinen Umweg durch den Keller. Als er geschafft habe, sämtliche Steine aufzubauen. Ich kann mal eben noch was in den Ofen werfen. Falls da nicht noch was drin ist. So. Na, viel nicht mehr. Ja, lass mal so. Die anderen brauche ich vielleicht nach oben. So, auf geht's. So, das sieht doch schon mal vernünftig aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da oder ein Like und ein Abo für die YouTube-Videos. Bis dann, bye bye.